Ja, dann sind wir alle da nach der heutigen Partie. Der Star Wars Rosenheim gegen die Heilbronner Falken. Endstand 6:4 für die Star Wars Rosenheim vor 2652 Zuschauern im Katrainstadion. Die anderen Ergebnisse von heute: Bietigheim schlägt im Spitzenspiel Bremerhaven mit 2:0. Frankfurt schlägt Bad Nauheim 4:0. Freiburg schlägt Kaufbeuren 4:2. Kassel gegen Ravensburg, da läuft die Verlängerung, da steht es 4:4. Und beim Spiel Grimmitschau gegen Rissersee, da stand es nach dem zweiten Drittel 4:3 für Grimmitschau. Ich begrüße bei mir recht herzlich Gästecoach Manfred Mennigs-Wolf von den Heilbronner Falken und Stabscoach Franz Scheer. Und das erste Statement gebührt wie immer dem Gästetrainer Mennigs. Eine kurze Einschätzung von dir zum heutigen Spiel. So, erst einmal, schönen Dank, alles Gute nochmal zum neuen Jahr. Franz, gratuliere, Sieg ist verdient. Meine Mannschaft hat heute vom Kämpferscher her überzeugt ab der zweiten Drittel. Und die erste Drittel, der Kämpferscher war vielleicht auch gut, aber es war die Intelligenz nicht dabei. Und wir haben eine oder andere Fehler gemacht, wo wir einen Mann nicht genommen haben. Leichte Fehler, Leistungsfehler, individuelle Dinge, die dürfen uns nicht passieren, sonst vielleicht geht dieses Spiel ein bisschen anders aus. Aber ich war sehr zufrieden mit der Mentalität von meiner Mannschaft. Wir haben hart gearbeitet, wir haben uns zurückgekämpft im Spiel, gut geschossen, gute Tore geschossen und ja, okay, nicht die Netter zu bekommen. Zu Ende zeigt alles, dass das Spiel sehr enges Spiel war zu Ende und ja, ich kann meinen Jungs nur sagen, gut ab und wir vorbereiten uns auf unser Spiel. Ja, danke, Manni. Eine Frage von mir noch. Steven Bär hat heute gefehlt bei dir in der Mannschaft. Ich glaube, der hat bislang alle Spiele gemacht. Das war das erste Spiel, wo er gefehlt hat. Was war der Grund? Ja, der ist hat eine Grippe gekriegt, wie es halt so ist manchmal. Und gerade jetzt, kurz vor dem Spiel, gestern ist es das erste Mal so richtig rausgekommen und er ist geschwächt. Und dann mit den Medikamenten deswegen und deswegen war er da. Alles klar, Mannix, danke. Franz, dann auch an dich die Bitte zu einem Statement zum heutigen Spiel. Ja, gut, das erste Drittel war eigentlich, haben wir eigentlich gut gespielt, haben wir noch eine Latte von McLeod gehabt, haben auch einige Chancen liegen lassen, zu wenig geschossen, Überzahl war nicht gut, 5 gegen 3, wollten sie das spielen, aber auch zu langsam, zu behäbig. Und nach dem 4-1 haben wir zu leichtfertig gespielt, Scheiben verloren, Mitteldrittel schlecht verteidigt. Der dritte Mann war nicht der Nachläufer von Heilbronn, irgendwie war zu spät. Gut, und dann kommt es so, wie es kommt. Wir haben dann im zweiten Drittel noch einen Pfostenschuss vom Rindelbauer gehabt. Aber da hat's, ist schon losgegangen. Es glaube ich, war ein bisschen auch eine mentale Sache, dass die Spieler nicht mehr so konzentriert waren. Und dann kriegst du ein Tor und dann kommt es halt. Dann kriegst du am Schluss nur 6 gegen 4 und kannst nur einen Ausgleich kriegen. Das ist halt, ja, es geht halt sehr schnell im Sport. Grundsätzlich, was mich ein bisschen geärgert hat, das war eben zu lang am Eis, dann nochmal ein Schnörkel, nochmal, statt dass man die Scheibe tief geht und wechselt. Das war vom taktischen her schlecht. Arbeitssieg, 3 Punkte, abgehakt oder gibt es da noch einiges zu analysieren morgen? Ne, zum Analysieren gibt es immer was. Ob du gewinnst oder verlierst, das ist völlig egal. Du musst ja dem nächsten Jahr besser werden, dann musst du natürlich die Spieler sagen, wie das anders machen wird. Man muss das auf Video anschauen und muss ihnen zeigen. Da waren ein paar Situationen, wo der Edfellner eigentlich schon vorbei ist, dann passt er nochmal zurück und so, wenn er mit Geschwindigkeit vorbeigeht, der Verteidiger war schon weg. Aber das ist halt auch eine Erfahrungssache. Und speziell unsere Überzahl ist einfach so statisch, da wird nochmal, statt dass die Scheibe läuft, bleiben alle stehen. Und wenn du stehst bei Überzahl, dann kann sich der Gegner, stell sich in den Passweg ein, dann hast du keine Chance, dann musst du dich schon ein bisschen bewegen. Nein, das war nicht zufriedenstellend. Einige Kritikpunkte, aber es gibt auch was Erfreuliches, glaube ich. Leon Hausch, erste Saisontor und Doppelpack vom Maxi Vollmeier. Wird immer besser, oder? Ja, kann man so sagen. Es war so, wir haben im letzten Drittel dann mit Girona, der hat schon mit Grippe gespielt, der hat nicht mehr kennen. Dann haben wir mit 5 Verteidiger, weil es ist dann auch für einen Gottwald, der aus der DNL kommt, natürlich schwierig, wenn man sieht, das Spiel ist, kann vielleicht kippen, ja, was auch ist, dass man einen Spieler dann reinschmeißt. Gut, jetzt muss man halt schauen, ob der Micky am Sonntag spielen kann oder
ob man umstellen müssen. Aber die zwei waren sicherlich sehr fröhlich, ja. Stichwort Sonntag in Rissersee, damit geht das Mammutprogramm jetzt um den Jahreswechsel vorbei mit den 10 Spielen in 24 Tagen. Was muss rauskommen? Was sagst du, wie viele Punkte willst du holen, dass du sagst, die Bilanz aus diesem Spielprogramm, aus diesen 10 Spielen über Weihnachten und Neujahr ist positiv und ist gut? Ja, wir können aus den Spielen bloß nur 3 holen. Das ist richtig, und wenn du 3 holst, dann habt ihr. Dann ist okay. Dann ist alles okay. Ja, aber ich möchte jedes Spiel 3 Punkte holen. Das ist das Ziel, sonst brauche ich auch nicht spielen. Das ist das Ziel, und ich habe auch kein Problem, ein Spiel zu verlieren. Aber man muss dann sehen, okay, die waren besser oder wir haben alles dafür getan. Das wird es im Sport immer geben. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Du kannst, der Faktor Glück kann auf der anderen Seite sein. Schiedsrichter können nicht so pfeifen. Dann verlierst du ein Spiel. Ich meine, du hast selber einige Spiele von uns gesehen, die hätten wir gewinnen müssen. Wenn man Bremerhaven zu Hause anschaut, du musst halt nur schießen und eben nicht einen Torwart auf den Bauch, sondern ins Tor rein. Und das haben wir halt vielfach gemacht. Ich meine, das Spiel in Heilbronn, das kann, ist zwar 6-2 ausgegangen, das kann aber auch anders ausgehen. Das ist so. Ist im Sport so. Wunderbar. Gibt es Fragen von Seiten der Presse an die beiden Trainer? Keine Fragen. Am Sonntag, die Star Wars in Rissersee, in Garmisch-Partenkirchen. Um 17 Uhr geht's los. Spiel wie immer im Livestream bei Spray TV zu sehen, auch bei Radio Charivari in Ausschnitten live und im Live-Ticket von rosan24.de. Das nächste Heimspiel dann erst am Sonntag in einer Woche hier um 17 Uhr gegen die Freiburger Wölfe. Und dann natürlich noch der Hinweis auf das große Event der DEL2 morgen um 16.15 Uhr ist ja das Event-Game, das Wintergame im Dresdner Stadion, Dresdner Fußballstadion vor rund 30.000 Zuschauern. Dresden gegen die Lausitzer Füchse, wird auch live im NDR mit Deutschem Rundfunk übertragen. Also ganz tolle Sache, bringt die ganze Liga, glaube ich, nochmal in die positiven Schlagzeilen. Wir sehen uns, wie gesagt, hier in Rosenheim wieder, Sonntag in einer Woche, und euch, Mannix, gute Heimfahrt, viel Erfolg am Sonntag gegen Kassel. Einmal den Herrn Braun-Seemanns in dieser Saison noch. Guten restlichen Saisonverlauf für euch, alles Gute. Dankeschön.